So, willkommen zurück bei Project Cars und ja, wir haben es ja am Ende der letzten Folge schon so ein bisschen gesehen. Heute geht es wieder mit einer neuen Liga weiter, beziehungsweise mit einem neuen Einsatzfahrzeug. Und da haben wir heute den Ford Virtus, Ford Focus. Und das ganze Event heißt Lakewill Focus Challenge und ja, das schauen wir uns heute mal an. Ein Rennen ist es nur, und zwar auf dem Infineon Raceway. Es hieß damals Infineon Raceway, heute heißt die Strecke Sonoma Raceway. Das ist in den USA eine sehr geile Strecke. Jo, jetzt können wir hier noch eingeben, wie viele Runden. 100% sind 6 Runden, wir machen einfach mal 4 Runden. Ich denke, das ist ganz okay. Ja, ich klicke mal auf Starten und ja, bin mal gespannt, wie sich der Wagen fahren lässt. Wir sind ja hier in dem Let's Play bisher noch kein Frontantriebfahrzeug gefahren und ich glaube, das könnte jetzt die Premiere sein. Mal gucken, wie die sich so verhalten. Auf jeden Fall freue ich mich schon sehr auf die Strecke. Das ist die Kurzvariante. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo die abgeht. Es gibt, glaube ich, ich kenne zwei Varianten. Einmal die Grand Prix-Variante und die NASCAR-Variante. Welche das jetzt genau ist hier, werde ich erst gleich rausfinden müssen. 3,1 Kilometer, das kann also nicht ganz so kurz sein. Es gibt hier offensichtlich keinerlei Qualifying oder so. Wettervorhersage Sturm, das wird also sehr windig. Und wir fahren einfach mal los. Anderes bleibt uns nicht übrig. Von Platz 8 starten wir und es regnet. Ja, wieder Regen. Ich bin gestern zum Glück ein bisschen im Regen gefahren. Vielleicht habe ich jetzt noch ein paar Vorteile, den Start gut erwischen. So, mit Frontantrieb sollte das nicht so schwierig sein, hier mit den durchdrehenden Rädern. Start habe ich ganz gut erwischt. Ein, zwei Positionen gut gemacht. Jetzt geht es hier links den Berg hoch, ein bisschen vom Gas. Da rutsche ich schon sehr weit raus. Und das passt jetzt für die nächste Rechtskurve überhaupt nicht. Also hier schon die ein oder anderen kleinen Problemchen. Hier ein bisschen vorbeischlängeln. Jetzt geht es hier in die Senke, den Berg hoch. Und für die nächste rechts bin ich wieder in der Scheißposition, wenn ich es Deutsch aufs Deutsch sagen darf. Ja, und das ist hier die NASCAR-Variante. Das ist genau. Ich kenne das hier, es ist nämlich die NASCAR auch mal gefahren. Und die sind hier übrigens. Oh, das war aber nicht die feine englische Art, lieber Kollege. So. Okay, es geht erst hier hinten rum. Gut. Erstmal jetzt wieder Strecke kennenlernen. Wahrscheinlich muss ich das Ganze nochmal resetten hinterher, damit ich hier wenigstens die Strecke kenne, bevor ich mich ins Rennen stürze. Unter Steuern habe ich hier sehr viel. Da komme ich nur nicht so wirklich mit zurecht. So, P8. Das ist natürlich nicht das, was wir wollen. Wir wollen hier mal versuchen zu gewinnen. So, Regen ist echt schwierig zu fahren in dem Spiel. Die ganzen Bremspunkte habe ich auch noch nicht in hier. So, okay. Erste von 4 Runden absolviert. Bin nochmal in die Wand gefahren zur Feier des Tages. Es ist hier richtig schön umgesetzt mit den Höhenunterschieden. In den meisten anderen Spielen, wo diese Strecke vorhanden war, waren die echt nicht gut umgesetzt. So, auch wenn die mich da überholt haben, ich muss hier die Linie erstmal finden. Die war gar nicht schlecht, die ich eben hatte. Ach, Leute, was soll denn das hier? Also die KI, die fährt hier auch manchmal mal ganz schöne Scheiße zusammen, gerade wenn es regnet. Geht bei denen manchmal, glaube ich, die ein oder andere Sicherung aus. Eieieiei. Über den Curb so ein bisschen. Diese S-Schlängel-Einrichtung hier, die habe ich auch noch nicht so richtig drauf. So, ich komme gar nicht hinterher, muss ich sagen. Also ich habe doch so im Regen noch meine kleinen Probleme.
erstmal hier mit dem Wagen klarkommen. Frontantrieb ist wirklich nicht so meine Welt. Ich glaube, keiner mag Frontantrieb wirklich gerne. Nur wenn wir mal ehrlich sind. Fährt sich wirklich nicht schön. So 150, 100 Meter reichen, glaube ich, aus hier zum Bremsen. Ich fahre das jetzt einfach mal, um hier ein bisschen das Gefühl für den Wagen zu kriegen. Vor allem für den Regen. So, hier lenke ich jetzt mal voll ein. Das geht. Rutscht da nicht weg. Ach, shit. Och, kriegen wir noch einen Schlag hinten auf die Ecke. Ich glaube, ich bin mit dem Frontantrieb ein bisschen zu zurückhaltend noch. Ich denke, das rutscht mehr weg. Und gestern die ganze Zeit auch noch GT3 Autos im Regen gefahren. Das war dann noch ein bisschen sensibler. Die Linie war jetzt doch deutlich besser hier hinten. Ich lerne langsam ein wenig dazu hier. So, 100 Meter haben wir gesagt. Gucken, ob das klappt. Das geht ganz gut. Naja gut, im Ausgang ist man dann doch etwas zu schnell unterwegs. Vielleicht kurz vor 100 Metern. Ja, hier hätte ich mehr einlenken müssen. So, die erste Passage, da verliere ich noch zu viel Zeit. Hier gehe ich mal einfach nur vom Gas. Bremse hier ein bisschen an. So, gut, war ganz gut. Mindestens dann oben an der Kuppe. Jetzt bin ich für die nächste Kurve wieder in einer blöden Position. Geht aber noch, okay. Die fahren da einfach alle hinter den Curb. Ich weiß nicht, ob ich das auch machen soll. Das sind ja eigentlich die Track Limits. Hier bremse ich immer zu früh. Gut, das war jetzt gar nichts, da hat die Linie nicht gepasst. Okay, dann versuchen wir es doch nochmal mit dem Reset. Sitzung neu starten. Ja. Das war jetzt sozusagen unsere Trainingssession. Mal gucken, wie es jetzt beim zweiten Versuch klappt. Ob ich die Strecke jetzt komplett drauf habe, bin ich mir immer noch nicht so sicher, aber was soll ich machen? So, okay. Innen bleiben. Ach, scheiße. Die hat nicht gepasst, die Linie. Oh, shit. Das war auch nicht cool von mir. So, die Leute interessiert das hier ein Scheiß, ob man die Track Limits einhält. Deswegen nehme ich hier auch einfach mal Schwung mit. Wow, 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 wow. Hier ist jetzt wieder total Rangieren angesagt. Scheiße. Der blöde Regen. Ja.
Fuck off. Gut. Da hat man wieder gesehen, das war nichts gebracht hier. Ich glaube, man muss hier von vornherein mit dranbleiben vorne, sonst schafft man es hinterher nicht mehr. So, das war schon ganz okay. Das war super jetzt, hier, wie ich hier rumgekommen bin. Perfekt. So. Scheiße, schon wieder hier runtergefahren. Hier ständig durchdrehende Räder an der Vorderachse. Tja, sind wir wieder auf 8 gelandet im Moment. Will hier gerade nicht so ganz, wie wir wollen. Das war jetzt schon extrem gecuttet. Da mache ich jetzt nochmal einen Neustart. Einmal versuche ich es noch hier. Da werden wir in dieser Folge wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob wir das hier schaffen. Einmal nochmal auf Fahren klicken. Vielleicht mache ich das Ganze dann einfach mal so fertig, damit ich euch mit diesen Aufnahmen nicht weiter quälen muss. Mal gucken. So. Wow. So, wir müssen jetzt einfach mal versuchen, cool zu bleiben und dieses beschissene Wetter hier hinter uns zu bringen. So, da werden wir immer innen gekascht, das ist egal. Hoffen wir mal, dass der da jetzt nicht sofort zurückschießt. Das ist ganz gut. Shit. Naja, das war jetzt auch nicht so cool, aber auf jeden Fall sind wir schon mal auf P3 jetzt. Das ist halt die Frage, ob wir da bleiben können. Die anderen sind doch etwas schneller als wir. Vor 200 Meter bremsen. Das war hier ein bisschen sehr eng gefahren. Da bin ich, glaube ich, bis runter in den Leerlauf geschaltet, kurz aus Versehen. So. Ich frage mich, wie die da Vollgas durchfahren können. Das ist mir ein Rätsel.
So, hinten bei dieser kleinen Kurzanbindung, da sind die mal ein bisschen langsamer. Wenn ich bis dahin rankomme, könnte das was werden. Das scheiß Untersteuern immer. So, gut, aber ich bin nicht nah genug dran. Jetzt hätte ich hier eventuell irgendwas machen können. Jetzt kommen hier wieder die Passagen, wo ich ein bisschen Probleme habe. Die beiden anderen ziemlich schnell unterwegs. Tja, vielleicht müssen wir uns hier einfach mit dem dritten Platz begnügen erstmal. Im Regen bin ich einfach noch nicht schnell genug. Und jetzt hier die ganze Zeit Trial and Error will ich natürlich auch nicht machen für euch. Oh, shit. Bisschen zu viel eingelenkt jetzt. So, hier, da fahren die total schnell rein. Jetzt mal ein bisschen vom Gas, jetzt wieder drauf, wieder vom Gas. Ach, die rutscht nur die Kiste. Ständig von der Ideallinie weg. Kommt schon wieder einer von hinten. Ob ich überhaupt den dritten Platz hier noch retten kann. So, okay. Ach, ich hasse es. So. Eine Runde muss ich noch überleben, hier vorne auf 3. Hier habe ich jetzt wieder... Da ist jetzt wieder die Vorderachse weggerutscht ein bisschen. Ah, das ist alles nicht so schön. Die da hinten auch diese Ausluftzone ausnutzen. Ist schon krass. Ja, hier wieder untersteuern. Okay, eine Kurve noch, dann aber zumindest mal ein Podiumsplätzchen hier in diesem Regenrennen auf unserer Seite. Das wäre schon mal ein ganz guter Fortschritt hier und ich denke auch ein ganz akzeptables Ende für dieses Regenrennen hier in dieser Folge. Ja, Fazit. Im Regen zu fahren in dem Spiel ist alles andere als easy. Und somit also nur ein dritter Platz erstmal. Aber ich bin doch eigentlich ganz zufrieden damit. Mal gucken, was jetzt als nächstes ansteht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag mal bis dann.